Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial über Mittelstrichregeln. Wer sich jetzt wundert, Mittelstrich, heißt es nicht eher Mittelstrich? Den Mittelstrich gibt es nur auf der Straße, die anderen Regeln, da handelt es sich um den Mittelstrich. Zu den Mittelstrichregeln, hier gibt es zwei verschiedene Arten, einmal zusammengeschrieben und einmal getrennt geschrieben. Hier die zusammengeschriebenen Möglichkeiten. Einmal haben wir den Bindestrich. Hier haben wir das T-Shirt und den Hans-Peter. Man kann sich das vielleicht ganz gut merken. Das ist nicht der Hans und nicht der Peter, sondern der Hans-Peter. Also gehören diese beiden Begriffe zusammen. Und hier wird der Mittelstrich, in dem Fall Bindestrich, ohne Leerzeichen geschrieben. Also direkt an den Wörtern angehängt. Genauso verhält sich es auch mit dem Ergänzungsbindestrich. Hier steht der Bindestrich für ein Wort, hier für Ausgang und hier für Gepäck. Also man spart sich hier ein Wort und muss also diesen Bindestrich, diesen Ergänzungsbindestrich direkt ans Wort anhängen. Nächste Möglichkeit ist das Datum. Hier die Schreibweise mit den Mittelstrichen, also Bindestrich in dem Fall. Und hier ist wichtig, dass die Jahreszahl zuerst steht, dann kommt der Monat und dann der Tag. Und hier wieder ohne Leerzeichen. Und die letzte Möglichkeit, da haben wir einen Trennungsstrich. Hier wird praktisch der Strich direkt ans Wort angehängt. Das ist das Ende von der Zeile und dann der nächste Wortteil kommt in die nächste Zeile. Die nächsten Mittelstrichregeln, da geht es um das getrennte Schreiben. Wir haben hier einmal das Zeichen für bis, also 9.30 Uhr bis 11 Uhr schreibt man diesen Mittelstrich mit Leerzeichen davor und danach, auch bei ungefähren Werten 3 bis 4 Euro, hier davor und danach ein Leerzeichen. Dann haben wir das Zeichen für gegen, also zwei Fußballmannschaften, Bayern gegen Dortmund. Die zwei Vereine gibt es getrennt, gibt es keinen Bayern-Dortmund. Also gehören die nicht zusammen, so kann man sich's vielleicht merken. Also hier schon der Hinweis, die beiden Mannschaften spielen gegeneinander. Wo es auch verwendet wird, ist in Rechenaufgaben, also als Minuszeichen. Hier auch wieder davor und danach Leerzeichen. Dann haben wir noch den Gedankenstrich, also heute Morgen, die Sonne schien, war es sehr schön. Hier haben wir auch die Abtrennung mit Leerzeichen davor und danach. Und hier der zweite, hier gibt es ja immer zwei Gedankenstriche, also beide mit Leerzeichen davor und danach schreiben. Dann haben wir nochmal den Streckenstrich, also die Strecke von München nach Hamburg. Hier schreibt man auch davor und danach ein Leerzeichen.